Prof. Sehr gut. Du hast die 4 PlayStation-Hauptartefakte gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Moment. Was war das für ein Geräusch? Unter der Prozessorplaza regt sich etwas. Du solltest besser mal nachsehen. Okay. Aber zuerst checken wir aus, was hier so geht. Gerade so Ocarina of Time LP vorbeigeschaut, 230.000 Aufrufe. Aber das habe ich vor 8 Jahren hochgeladen. Das hat 230.000 Aufrufe in 8 Jahren akkumuliert. Und das ist halt nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Mega gut. Okay, was passiert, wenn ich da oben gegenspringe? Sehr schön. Oh mein Gott, man kann da ganz nach oben, oder? Und da gibt's nicht mal eine Trophäe für, oder habe ich noch eins vergessen? Ah, okay, geht doch. Wollte ich doch wohl meinen. Ziemlich Farpoint. Nice. So, dann machen wir noch das hier kurz. Ich habe mich schon gefragt, wo die Konsolen hin sind. Da müsste es ja auch eine PS4 Pro geben, oder? Oh mein Gott, die habe ich ganz vergessen. So ein Ding habe ich da hinten sogar stehen. Das ist eigentlich ganz geil, so. Besonders wenn du es mit Homebrew hackst, dann kannst du übelst viel mit dem Ding hier machen. Hatsu, danke für deinen Sub. Oh, da ist sie ja, die PS1. Haben wir vorhin noch drüber geredet. Die hatte mein Bruder damals. Oh no. Sehr gut. Und... Ah, das war's leider. So, wo war denn die PSP? Warte mal, was ist das? Das ist wirklich nur der Network Adapter, aber da muss doch irgendwo... Nee, warte. Da steht doch HDD drauf. Ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Natürlich ist das eine Festplatte. Ich meine, das ist auch offensichtlicherweise ein Netzwerkadapter. Aber HDD steht für Hard Drive Disk. Das ist eine fucking Festplatte, Mann. Da müsste doch theoretisch sogar die Menge an Speicherplatz draufstehen. Keine Ahnung. Hier waren es 20 GB, glaube ich. Ah ne, warte, das ist die Vita. Hier ist die PSP. Oh mein Gott! Voll cool! Halt richtig Nostalgie gerade. Oh. Dann halt Hard Disk Drive. Kackt euch nicht so ein, meine Güte. Lasst mich glücklich sein. Mega gut. So. Hier geht nicht so viel. Dann gehen wir mal nach unten und checken, was da geht. Aber vorher...
Wundervoll. Finde ich super. Checken wir mal, was da unten abgeht. Da war ja gerade ein mysteriöses Geräusch. Du bist so cool. Auf der Prozessor Plaza sind jetzt neue Speedrun Challenge verfügbar. Scary. Was ist da unten denn los? Ach, das ist das. Damn. Plötzlich wird es einfach zu einem Horrorspiel. Es macht einfach einen auf Bugsnacks hier. Stell dir vor einfach, dein Spiel ist so cool, dass es sowas einfach machen kann. Zurück ins Jahr 1994. Ich bin dabei. Demo 01? Oh mein fucking Gott! What? Muss ich da drauf hüpfen? Drauf springen? Drauf machen? Ich meine, das Cans steht offensichtlicherweise für Ken Kutaragi. Wow. Brudi. Oh mein Gott. Die schwarzen Discs. Dude, wie insane das plötzlich alles hier ist. Nein, man kann da durchfallen. Okay, raste aus. Konnte ich ja nicht ahnen. Oh Gott, kommt jetzt, was ich denke, was kommt? Du Kacke! Oh mein Gott! Es ist der Tech-Demon T-Rex! Richtig bad! Oh mein Gott! Voll gut! Oh mein Gott, es sind einfach alle so mega low-poly! Holy shit! Was passiert hier? Das ist ja richtig geil. Dude. Super nice einfach. Nein. Ja, sogar mit 4:3 Balken auch noch, Mann. Das ist halt richtig cool. Ah, shit. Okay.
Dude, das war voll cool. Oh, damn. Jetzt wird's stressig. Oh, fuck. Und alles nochmal? Ihr kleinen Scherzkekse, Alter. Okay, kann ich machen. Finde ich gut. Der fucking Tech-Dino, der ach, kann nicht mehr reden. Tech-Demo-Dinosaurier. Schon sehr Final Fantasy 14. So, okay. Uff. What? Oh Gott. Nein! Oh, das ist Bullshit, Alter. Der hat mich nicht getroffen. Oh Gott, was für Diss schießt er auf mich drauf? Ah, warte. Voll gut. Einfach mit einer Goldtrophäe. Dafür jetzt eine Goldtrophäe geben müssen, einfach. Das ist voll cool. Astros Playroom. Und jetzt killt mich das Spiel einfach. Oh mein Gott. Tatsächlich? Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sowas jetzt noch für alle PlayStation-Konsolen einmal kommt. Vielleicht alles so ein bisschen kürzer, aber das wäre dann halt so ein richtig, richtig krass episches Ende geworden. Aber das war schon ziemlich, ziemlich cool. Also für so ein Pack-In-Game? Bro, das ist insane einfach. Yeah.
Oh Mann. Allein die Credits sind halt voll cool. Muss ich da vollkommen drauf konzentrieren, sonst würde ich irgendwie meine abschließenden Gedanken halten, aber... Wer hier mit maximalem Gewinn rausgehen möchte, was ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr kann. Weil ich tot bin. Ah! Eieiei, ich bin so ein Loser, Alter. Wahrscheinlich gibt's eine Trophäe dafür, wenn du hier einfach alles triffst, oder? Gibt's nicht, okay. Thank you for playing! Und bam! Voll cool! Aww, es war voll das schöne Spiel. Halt, no joke, das war schon echt mega charming. Kann man machen? Kann man definitiv spielen. Wie lange hat das jetzt gedauert? Knapp 3 Stunden habe ich gespielt. Wahrscheinlich kann ich jetzt noch so ein paar Trophäen freischalten und so, um es auf die 100% zu bringen. Aber damn, das war voll cool. Das war voll cool. So, als kleine Feier des PlayStation-Geschichts-Universums. War schon richtig, richtig gut, so. Dafür, dass es halt kostenlos dabei war und alles, sah hübsch aus, hat sich gut gesteuert, hat gezeigt, wie der Controller funktionieren soll, hatte einfach die übelsten fucking Nostalgie-Anspielungen die ganze Zeit. Großartig, einfach nur absolut großartig, Mann. Halt, das ist eine richtig geile Introduction an die PlayStation 5. Und, ja, mega schön, hat super viel Spaß gemacht. 3 Stunden... Flogen einfach wie nichts, Mann. Schon echt gut. Gab das war cool. 10 cool Points für mich. Ist halt, das Ding ist, wie gesagt, Astro Bot ist halt übelst gut und die Leute, die das machen, haben es übelst drauf und jetzt muss ich halt einfach auch das VR-Ding davon spielen, weil das auch so richtig gut sein soll. Und so eins der besten Platformer auch. Und sowieso das beste Platforming-VR-Spiel. Keine Ahnung, mehr dazu habe ich nicht zu sagen. Super großartiges Spiel, hat super viel Spaß gemacht. Musik auch übelst catchy. Dude, einfach nur super, super cool. Sehr genossen auf jeden Fall. Kann man die skippen? Ah, okay. Sorry an alle, die nicht gezeigt werden. Einen haben wir noch? Okay, okay. Gib mir Münzen. Natürlich muss hier auch ein bisschen Final Fantasy 15. Ich wünschte, ein bisschen PS5-Stuff mit rein. So. Ich habe mich schon gefragt, wo die ist und ob da noch irgendwie was zu kommt. Sehr gut. Kamera oder Klammerer? Die habe ich tatsächlich mir nicht gekauft, weil ich den Sinn dahinter nicht sehe, wenn ich ehrlich sein soll.
Oh Gott, ich habe den Hasen runtergeworfen. Jetzt bekomme ich keine Münzen mehr. So. Oh hey, den halte ich gerade in der Hand. Wie passend. Jetzt liegt es in deiner Hand. Witzig. Und jetzt zum Schluss. Piu! Da haben wir sie. Play has no limits. Nummer 5 lebt. Ich liebe euch alle so doll. Oh mein Gott. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, du hast die 5 PlayStation-Hauptartefakte. Aber das ist noch nicht alles. Kannst du alle Artefakte aufspüren? Ah, oh, das ist halt echt ein richtig, richtig süßes Spiel. Passiert hier auch was? Oh, schade. Egal, das ist schon super. Wir haben ja noch ein paar Münzen, die wir ausgeben können. Das ist ja auch fast komplett, ne? Fehlen auch nur noch 1, 2. Das war's. 2, 3 Puzzleteile. Ist ja echt nicht mehr so viel, ne? Crazy. Das sind ja echt nicht mehr so viele Kugeln auch, ne? Ich glaube, mit 500 kommen wir allerdings nicht so weit. Da müssen wir tatsächlich nochmal kurz in irgendein Level rein und ein bisschen grinden. Was ist das denn? Der PSP-GPS-Empfänger. Ach du Kacke. Wow. Und da haben wir die PS4 Pro. Wer zum Pro-Bro? Super cool. So, warte, die geben mir noch Stuff. Oh, das reicht perfekt, Alter. So. Eine PS3 Slim. Und zu guter Letzt. Na bitte. Eine PS3 Slimmer. Sehr gut. Ah nee, das andere war die PS4 Slim. Ich bin ein Idiot. Voll cool. Nee, das war doch die PS3 Slim, ne? Und dann die PS3 Slim. Naja, super slim. Das Wandpuzzle ist vollständig. Voll süß. Also ich erinnere mich daran. Das war ja, das war noch eine reguläre PS3 und da musstest du das Ding irgendwie aufschieben, ne? Hä? Da
Der Powerbutton einfach an der Seite, Mann. Super wack. Stimmt, so war das. Sehr, sehr, sehr weird. Ja, die wirkte schon nicht so teuer. Sehr schön, okay.